Hallo, guten Morgen. Ich dachte, ich vlogge heute wieder mal für euch. Es ist schon unglaublich heiß. Ich war heute Morgen schon einkaufen und habe erstmal Melone eingekauft. Und dann bin ich so da so lang gegangen mit meinem Einkaufswagen und da stand Radler. Und ich dachte, ja, eiskalt jetzt im Kühlschrank und dann heute Abend ein schönes Radler auf dem Balkon. Und was ich mir heute auch zum ersten Mal tatsächlich gemacht habe, weil mir meine Freundin das empfohlen hat, ist Gurkenwasser. Also ich meine, ich kannte das natürlich schon vorher, ne? Wasser, eine Flasche, dann einfach Gurkenscheiben rein. Sagt, mach das früh und trink das dann Nachmittag. Bin schon sehr gespannt. Ich habe das gestern bei ihr probiert und es war tatsächlich sehr lecker. Vince fand es jetzt nicht so geil, muss er ja auch nicht. Ich habe heute eins von meinen drei neuen Kleidern an. Mein Wäschekorb. Die sind alle von Shein. Mann, es ist so schön. Aber ja, zeigt sich wieder doof im Ganzen. Mal gucken, geht das? Hier anstelle, kann ich euch das ein kleines bisschen sagen. Also es ist ganz, ganz lang. Es ist ein Maxi-Kleid. So wie das andere, was ich auch noch habe. Und eins ist so knielang. Wie schön, oder? Ich mag das voll. Und für den Sommer ist das perfekt. Weil wir haben ja jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen so einen 35 Grad Sommer bekommen. Kann man schon mal machen. So, ich gehe jetzt erstmal an den PC. Ich habe jetzt nämlich eine Einheit Gruppencoaching. Und danach sehen wir uns dann wieder. Ich verschicke ja immer mal wieder Post. Und zwar entweder, weil ich meine Bücher verschicke oder weil ich Duftproben von meinen ätherischen Ölen zum Beispiel verschicke. Und ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, dass dann auf den Umschlägen so ein bisschen meine persönliche Note fehlt. Oder dass die Leute sofort wissen, wenn sie den Umschlag aus dem Briefkasten nehmen, dass er halt von mir ist. Und deswegen hatte ich mir gedacht, dass ich mir personalisierte Aufkleber drucken lasse. Und ich dachte erst, oh Gott, das ist bestimmt mega kompliziert und das schaffst du sowieso nicht. Und dann habe ich das Ganze einfach mal gegoogelt und bin auf Typografos gestoßen. Und da hatte man eine richtig tolle, große Auswahl, wie die Aufkleber beschaffen sein sollen. Was die für eine Größe haben wollen, konnte ich ganz genau definieren. Dann habe ich einfach gedacht, komm, probier das einfach aus, mach das einfach mal. Habe mir eine eigene Grafik quasi erstellt für die Aufkleber, wie die dann aussehen sollen. Habe bei Typografos alles eingerichtet. Wie das aussah, zeige ich euch jetzt hier kurz. So, also ich bin jetzt auf die Website gegangen von Typografos, die ich euch gerne nochmal unten in der Infobox verlinke und bin jetzt gerade dabei, meine Datei hochzuladen. Also ich nehme übrigens Papieraufkleber, weiß glänzend, permanent, geschlitzt, 100 Stück und habe mich für diese Maße hier entschieden. Ich habe mir einfach was zurechtgefalten, wie ich sie gerne hätte von der Größe und habe das dann ausgemessen und eckig. Und jetzt lade ich mal meine Datei hoch. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Also das habe ich mir selber schnell mal was Hübsches designt. So. Hervorragend. Und nach ein paar Tagen, nämlich heute, kamen meine Aufkleber an. Und das ist echt so cool und die sind so schön geworden. Und die zeige ich euch jetzt mal. So, also so sehen sie jetzt aus. Das ist mein Stapel Aufkleber, Sticker. So. So habe ich die gestaltet. Ich hatte anfangs das Problem, dass die Schrift hier drauf unglaublich pixelig war. Also man kriegt halt immer auch nochmal, bevor es in Druck geht, zur Überprüfung nochmal zugeschickt, wie es dann am Ende aussehen würde. Und da war die Schrift unglaublich pixelig. Und dann musste ich es aber einfach dann nur, haben sie mir dort auch gesagt, in einem anderen Format abspeichern und dann ging das auch. Und das ist echt richtig, richtig schön geworden. Hier zieht man das dann ganz normal ab, ne? Und dann kann das jetzt immer auf die Briefumschläge drauf und Kartons und Briefe. Wenn ich so meine Bücher verschicke oder ich verschicke auch gerne mal so was von meinen Ölproben oder so. Oh, da freue ich mich schon total. Das sieht so schön aus. Ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Ich finde das mega, mega süß. Also Typografos, wo ich das gemacht habe, verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Also ich fand das vom Service her wirklich sehr, sehr gut, weil ich halt erst das Problem hatte, dass das sehr pixelig war. Also dass man, bevor es in Druck geht, halt nochmal so eine Datei bekommt, die man dann auch bestätigen muss, dass man das so haben möchte. Oder man gibt halt einen Korrekturwunsch ein. In dem Fall habe ich halt gesagt, okay, das ist so pixelig, können wir da irgendwas dran machen.
Und da war dann halt wirklich die Lösung, dass ich es einfach nur in einem anderen Format abspeichern musste und da nochmal hinschicken musste. Also super, super gute Betreuung. Also das fand ich echt gut, ne? Weil ich da ja echt super null Ahnung habe von. Und deswegen war das ein richtig toller Support und ich bin sehr glücklich. Die sehen sehr schön aus. Ich hatte gedacht, das Ganze mit den Aufklebern ist vielleicht auch für euch ganz, ganz interessant. Wenn ihr Kinder habt, die jetzt in die Schule gehen und dann will man ja auch alles so schön markieren und da könnt ihr könnt halt wirklich ganz individuell bestimmen, wie viele Infos auf den Aufklebern stehen, also nur der Vorname, Nachname, eine Telefonnummer, ein Geburtsdatum, weiß der Kuckuck was, irgendein Text noch dazu, wie das Ganze farblich gestaltet sein soll. Das könnt ihr halt ganz individuell entscheiden, das fand ich so super, besser als diese vorgefertigten Sachen, die man dann halt bestellen kann, fand ich das eine ganz coole Lösung. Deswegen wollte ich das heute mit euch teilen. Natürlich dementsprechend auch für Leute, die ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Also da habe ich es halt auch, ne, diese Sticker, die halt zum Beispiel auch auf dem Autositz drauf sind, den man ja immer mal wieder mitgeben muss, oder solchen größeren Sachen habe ich auch solche Namenssticker einfach drauf. So, und mein Haarband und ich, ist nämlich ganz cool mit den Locken, werden jetzt Haare färben fahren. Und wenn ich es schaffe, will ich danach nochmal in Rossmann, weil das ist mein einziges Haarband. Und mit den Locken macht sich das jetzt ganz cool und würde mir gerne noch ein paar weitere holen, wenn ich ein paar schöne finde. Muss ich aber mal gucken. Das heißt, ich begebe mich jetzt in diese Hölle, 40 Grad Hölle, nach draußen. Ich bin echt kein Sommermensch, ne? Und vor allem im Mund spricht man nicht, ne? Ich habe gerade Mittagspause. Sieht man das? Ich habe mir so China-Nudeln gemacht und sitze draußen auf meinem Balkon. Und wirklich der einzige Vorteil, wenn man im vierten Stock ist, ist folgender, dass man so eine Aussicht hat, wenn man auf dem Balkon sitzt. Das ist wirklich der einzige Vorteil am vierten Stock wohnen. Sonst ist es eine Quälerei. So, vor allen Dingen mit Einkäufen und so hier hoch zu latschen. Aber das macht es wieder so ein bisschen wett. Und es ist immer noch sehr, sehr heiß. In der Wohnung geht es zum Glück auszuhalten, weil ich alle Vorhänge zugezogen habe. Und hier im Schatten geht es eigentlich auch. Also ich habe jetzt hier schön Schatten. Dann heute Abend, wenn ich hier Abendbrot esse, habe ich dann da drüben Schatten. Und bald kommt ja auch meine Markise, dann ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Und werde dann noch ein paar Zeilen lesen aus meinem aktuellen Buch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es finde. Eigentlich finde ich es ganz lustig. Und ich bin auch schon recht weit, dafür, dass eigentlich noch nichts passiert ist in der Geschichte. Aber ich kann mir noch kein endgültiges Urteil erlauben. Und zwar ist das von Lauren Rowe, True Lovers, Captain Love. Ich glaube, das ist auch so eine Reihe, wo alle Familienmitglieder und ihre Liebesgeschichte durchgehechelt werden. Ich glaube, ich werde auch nur diesen einen Teil lesen. Aber wer weiß, vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Weil bei solchen Reihen ist es dann halt oft so, dass sich gewisse Dinge einfach wiederholen. Und es von Buch zu Buch dann langweiliger wird irgendwie, weil es vorhersehbarer ist. Aber ich bin schon sehr gespannt. Im Moment gefällt mir das tatsächlich sehr gut. Ich verlinke euch das einfach mal unten in der Infobox, falls ihr gerade neue Inspiration sucht. Ansonsten könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal schreiben, welches Buch ihr gerade lest. So, ganz kurz mein Rossmann-Einkauf. Also Haarbänder war ich ein wenig enttäuscht. Ich habe jetzt hier das nochmal mitgenommen. Das ist halt so ohne alles. Aber es ist schön dünn. Das ist ja das, was ich wollte. Von meiner Oma habe ich gerade noch eins in Türkis bekommen, was die noch da hatte. Dann habe ich hier so einen Badezusatz geholt von TTZept. Der kommt gleich in ein Paket für eine Freundin mit rein. Dann brauchte ich wieder Chorwach-Nachschub und meine Milch, die ich immer hole. Dann habe ich Leinsamen geholt. Ich habe nämlich vor, Leinsamen-Gel zu machen für meine Locken. Und ich denke, das werden wir dann noch zusammen machen. Und dann habe ich was gesucht und nicht gefunden. Ich wollte eigentlich so was Gel-Creme-artiges für Locken. Ich habe aber für Locken direkt nichts gefunden. So, und dann dachte ich, da kannst du auch die Eigenmarke von Rossmann einfach ausprobieren und probiere jetzt erstmal dieses Power Hair Wax. Ich hätte eigentlich gerne was direkt für Locken gehabt. Gab es aber nicht. Naja. Das hier sind jetzt übrigens meine Haare. Auch sehr geil. Da ist jetzt nur Schaumfestiger drin, ansonsten Luft trocknen lassen. Normalerweise würde ich da jetzt halt noch irgendeine
ein Gel oder eine Creme oder so reingeben. Aber heute mache ich nichts mehr. Heute sieht mich eh keiner mehr, außer euch. Das mache ich dann morgen früh wieder. Da mache ich das, sprühe ich mir das einfach ein bisschen nass. Sprühe mir das an. Und dann kommt da was Gelmäßiges rein, damit die nochmal ein bisschen mehr Struktur bekommen. Dann ist das wieder schick. Und ich trinke jetzt hier mein Gurkenwasser und das ist echt geil. Das ist echt richtig, richtig gut. Ich glaube, das mache ich mir jetzt jeden Tag. Finde ich gut. So, ich habe mir jetzt noch Melone gemacht. Yummy, yummy. Übrigens aus meiner liebsten... Ach, hier sind andere nicht da. Aus meiner liebsten Schale. Und ich werde jetzt noch ein Stündchen arbeiten. So, ich habe mir die Haare gewaschen. Hier drin ist das selbstgemachte Leinsamgel. Das werde ich mir jetzt in die Haare geben und bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich bin mega, mega begeistert von den Leinsamgel. Das kann ich jedem nur empfehlen, der da so ein bisschen Locken hat, das mal ausprobieren will. Es war super easy zu machen. Das Video dazu verlinke ich euch in der Infobox. Und ich habe jetzt hier nichts drin. Ich hau sonst eigentlich noch 2 Styling-Produkte rein. Festiger und noch so eine Matschepampe zum Reinkneten. Und da ist jetzt gar nichts drin. Da ist jetzt nur dieser Leave-In-Conditioner, also dieses Leinsamgel drin. Und ich bin mega, mega zufrieden. Und dadurch fassen sie sich halt viel, viel schöner an, als wenn man noch zig Styling-Produkte drin hat. Voll gut, voll gut. Ich habe gerade zum Abschluss des Tages eine Neumond-Meditation gemacht und dann ein bisschen Journaling. Neumond, das ist ja die Phase, wo man einfach ja, Neues in sein Leben ziehen kann, Altes zurücklassen kann, neue Projekte beginnen kann. Und heute ist Neumond. Und der nächste Neumond ist am 2.7. Und wenn ihr Lust habt, dass ich mal ein Video über Neumond-Rituale mache, dass ich auch mal eine geführte Meditation vielleicht dazu mache, die ihr dann zum Neumond oder in der Neumondzeit machen könnt, dann schreibt das jetzt sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Und ich werde mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss!